Nee, danke. Für 10 Leute oder was? Und das war's dann. Dann rennt mal raus. Herzlichen Glückwunsch. Herr Gimmel, als Außenseiter den Pokal gewonnen, im Elfmeterschießen, was geht in Ihnen gerade vor? Ich bin absolut glücklich. Die Mannschaft hat es sich aufgrund der zweiten Halbzeit, die sie dann mutig gespielt haben, auch verdient. Also ich bin total happy. Und jetzt sind sie auch noch nass. Das ist richtig, absolut richtig. Das gehört aber auch dazu, sage ich mal, die Jungs, die dafür der so viel Spaß muss sein. In der ersten Hälfte sah es doch nach einem Spiel aus, was so gelaufen wäre, wie man es vorhergesehen hätte. Absolut. Knielingen war gar die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Hat viel durch Laufarbeit, durch taktisch cleveres Spiel uns in Bewegung gesetzt. Und von daher sind wir gar nicht ins Spiel gekommen. Hätten auch das 2:0 nachlegen können, haben es aber vergessen. Und von daher sind wir mit einem glücklichen 1:0 in die Halbzeit gegangen. Nochmal probiert in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Mut zu haben und die junge Mannschaft ein bisschen offensiver aufzustellen und hat zum Glück auch gefruchtet und von daher die zweite Halbzeit ging dann eher an uns aufgrund des Mutes und der Chancen und das 1:1, denke ich, war unterm Strich dann gerecht im Gesamtresümee von der ersten und zweiten Halbzeit. Was haben Sie machen müssen, um Knielingen zumindest ebenbürtig zu sein? Die Knielinger, denke ich, sind in der ersten Halbzeit ein recht hohes Tempo gegangen, mussten dem vielleicht auch in der zweiten Halbzeit Tribut zollen. Die junge Mannschaft unsererseits hat natürlich sehr viel Potenzial, auch läuferisch, und war dann im Endeffekt nicht mehr so gehemmt durch den Rückstand, dass sie einfach sagen, ich muss nach vorne mehr agieren, um ein Tor zu machen. Und das haben sie hervorragend gemacht. Mutig vorne attackiert, die Mannschaft ein bisschen aus dem Spiel genommen und ihre Qualitäten reingebracht, absolut, ja. Der Torwart darf sich heute bestimmt wie so eine Art Matchwinner fühlen. Ja, aber nicht nur aufgrund des Elfmeterschießens, sondern auch aufgrund des Spielverlaufes. Er hat riesige Paraden gezeigt, 3-4 Schüsse, gefährliche Schüsse entschärft. Und natürlich durch das, dass er den ersten Elfer hebt, hat er den Korridor geöffnet für das erfolgreiche Elfmeterschießen. Ja. Und was ging in Ihnen vor, als der erste Elfer gehalten wurde von ihm? Ja, im Prinzip, da war noch gar keine Freude, weil ich weiß, wie schwer es ist, einen Elfmeter reinzubringen, gerade in dem Endspiel. Von daher, das ist so lange noch 9 Schützen und dass alle 5 von uns treffen, damit konnte ich nicht rechnen, also absolut nicht. Sind Sie überrascht von Elfmeterschießen? Ja, bin ich überrascht, absolut, weil ich doch viele Spieler habe, die viel drüber nachdenken, wenn es zum Elfmeterschießen kommt. Und das hindert oft, einen erfolgreichen Elfmeter zu schießen. Aber die Jungs haben es hervorragend gemacht, hervorragend, absolut, ja. Wie wird sich dieser Pokalsieg jetzt auswirken? Oh, auswirken. Für die Jungs natürlich hoffe ich, die recht junge Mannschaft, dass sie schon so früh jetzt einen Erfolg hat, dass sie dadurch gefestigt wird, dass sie vor allem auch in der Liga das durchzieht über eine ganze Runde und vielleicht auch mal mit einem Auge Richtung Kreisliga schielen kann nächstes Jahr. Für Sie geht es ja jetzt normal weiter in der Kreisliga A1. Der nächste Gegner heißt Forchheim 2. Was wird in den letzten Spieltagen noch passieren? Was denken Sie? Also für uns ist leider der Zug abgefahren. Wir haben das ein bisschen verbummelt in der Winterpause. Da haben wir 3-4 Spiele nicht erfolgreich gestalten können. Und von daher ist vielleicht höheres möglich gewesen. Aber ja, für uns im Prinzip, wir wollen natürlich so viele Punkte wie möglich noch erreichen, weil man sollte sich nicht zufrieden geben mit dem Platz, den man hat, sondern vielleicht sich versuchen noch zu verbessern. Klar, jedes Spiel wieder zu gewinnen. Also ich gehe nicht her und sage, ich will die letzten 4 Spiele abschenken oder den Sieg hier feiern als Pokalsieger, sondern ich will auch die Mannschaft dahin bringen, dass sie kontinuierlich weiter Spiele erfolgreich bestreitet. Ja. Und was erwarten Sie heute noch? Da lasse ich mich überraschen. Weiß ich nicht, absolut nicht. Das wird spontan. Wir gehen nach Engstein ins Clubhaus und da werden wir sehen, wie der Abend ausklingt. Herr Gimmel, Gratulation nochmal und danke vielmals für das Interview. Gerne, ich gebe es auch der Mannschaft gerne weiter. Ja.